Und wie ihr diese coole Regale baut, das zeige ich euch in dieser Folge. Intro! Und das erste Regal ist locker easy gebaut, dafür braucht ihr Bücherregale, die setzt ihr auf den Boden und zwar, sagen wir mal, vier Stück, dann kommen zwei drauf und wieder eine Viererreihe drüber und hier kommen dann Zäune eurer Wahl rein, die können natürlich auch aus einem anderen Holz bestehen. Ich habe jetzt hier diese Spruce-Fences genommen, weil ich finde, die sehen cool aus. Ihr könntet hier oben theoretisch noch einen Teppich draufklatschen, dann sieht das so aus, das deckt das Ganze noch so ein bisschen schön ab. Das bevorzuge ich aber nicht und wir kommen zum zweiten Regal. Für das zweite Regal müsst ihr eine 2x2 große Fläche als Wand hinten mit dem Material eurer Farbe bzw. mit der Rückseite eures Schranks bauen. Dann setzt ihr zwei Treppen in diese Richtung und zwei Treppenstufen in diese. Dann benutzt ihr, ich brauche erstmal rote Wolle, um den Teppich abzudecken. Die kommt hier unten hin und an die Seiten damit. Ich kann ja hier keine Blöcke hinsetzen, wo der Teppich ist, darum mache ich da Teppich drunter. Dann kommen zwei Türen so, die können natürlich auch sein, die ihr wollt. Ich habe jetzt diese hellen Birkentüren genommen, weil ich finde, die sehen cool aus. Dann kommen hier solche Trapdoors ran, damit der Schrank ein bisschen abgerundet wird. Und ja, das ist der zweite Schrank, den könnt ihr so öffnen, das sind dann so diese zwei Ablagen. Und jetzt kommen wir auch zum dritten Schrank. Der dritte Schrank ist ein etwas modernerer Schrank. Dafür braucht ihr Quarztreppen und einen Chisel-Quarzblock. Ihr könnt auch den normalen Quarzblock nehmen. Dann setzt ihr eine Treppe so, eine darauf, dann eine Treppe falsch rum über die erste. Hier kommt dann dieser Quarzblock hin. Dann kommt hier eine Treppe falsch rum hin. Dann auf diese Seite einen falsch rum. Und hier kommt eine Treppe wieder richtig rum hin. So. Und ja, das ist schon der zweite Schrank, der dritte Schrank. Ihr könnt natürlich auch einen Block auf Quarz benutzen in der Mitte. Sieht auch ziemlich schick aus. Und jetzt kommen wir zum, ich sag mal, größten und letzten Schrank. Und zwar benötigt ihr für diesen Schrank doch ziemlich viel Platz. Ihr setzt hier eine Treppe hin, dann kommen hier zwei Slabs, dann eine weitere Treppe, dann ein Slab und ein kompletter Block. Hier drüber kommen dann noch zwei Blöcke. Als nächstes setzt ihr über diese Treppe eine falsch rum gestellte Treppe, dann zwei Slabs. Hier kommt eine normale Treppe hin und so. Damit ist diese Seite ein bisschen weiter nach unten versetzt. Dann setzt ihr hier eine Treppe hin und hier wieder diese Treppe falsch rum. Damit baut ihr hier diese Ablage und hier oben, die setzt ihr so ein drüber. Dann kann das dorthin und um das Ganze auch so ein bisschen schicker abzurunden, könnt ihr ein. Ich habe jetzt zwei Bahnen hingehangen, die bewegen sich dann ein bisschen. Hier fehlt noch der Slab. Und das ist schon das letzte, auch wieder ein bisschen moderner gehaltenes Regal. Und dann würde ich sagen, das ist schon die 10. Folge meiner Einrichtungsserie. Das heißt, wie versprochen, haue ich euch hier diesen World Save in die Beschreibung. Hier seht ihr zum Beispiel die Zimmerpflanzen, die Betten, dann die Aufzüge. Kann ich nochmal kurz demonstrieren. So, wie ihr das baut, seht ihr natürlich in der Playlist. Ist alles verlinkt. Hier habe ich zum Beispiel Regale gebaut. Das könnt ihr auch euch angucken, wenn ihr eine Alternative zu den Schränken haben wollt. Dann eine Rolltreppe. Dann haben wir das Feld. Dann die Spielekonsole. Das Bad und ja, das Lagerfeuer ist kaputt. Das wird dann aber repariert sein in der Folge. Aber ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.